Armlehne runter, Rückenlehne nach hinten. Anschnallen. Und ne, habe ich nicht. Ach so. So, dann Ja, good auf luck. geht's. Glück, Glück. Zieh mich nach vorne. Ja. Die Oh, Reaktionszeit war das. so gut. Ja, ich war auch überrascht. Hey. Okay. Oh Gott, klar, komm. Ich hasse die Kurve manchmal. Wir haben es wieder nur doof angeguckt. Alles wieder verloren, was ich mir erkämpft habe. Ja, Tim hatte das Auto überhaupt nicht dürfen. Raphael hat mich voll rausgenommen. Pass drauf. Raphael gibt ihm erstmal einen Hit mit. Wird er entghostet. Und tschüss, Pake. Ach ne. Ach, und jetzt. Okay. Alter. Gut, P17 war ein guter Start. We can now use DRS. DRS now available. Ey, bis Kurve 5 war es ein gutes Rennen. Erstmal, finde ich. Naja. Oh, Kurve 4 war es. You might experience some understeer now that you're in the wake of the car ahead. Try to get past as soon as possible. Ich weiß zwar nicht, welchen Tow er sieht, aber er sagt, ich soll auf Unterstand aufpassen. Okay. Es sind ja nur 6 Sekunden davor. Danke, Glühmchen, Glühmchen. Safety car durch Glühmchen und Pake. Thank you. Ja, auch es lohnt sich nicht. Okay, slow down. Für mich schon. Ja, ist schade. Nö, habe ich nicht, aber ich werde trotzdem auf harte gehen. Oh. Pay gönnt sich noch 10 Sekunden. Macht sich gefasst gleich wieder bei Restart, dass das sich richtig zusammenschieben wird, weil Madman da vorne richtig langsam noch mit. Ja. Okay, mate, that's it. Go, go, go. That was a fantastic stop. Faster than we were expecting. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Ja, ich achte auf das Untersteuern bei 100. Remember to adjust your ERS mode in your MFD if you need to. Okay, let's catch up to the field a bit. We're dropping too far back. Remember, we need to stay within 10 car lengths of the next car. Hallo, ich habe schon 200% ERS. Können wir weiterfahren? Ja. Hey, geht nochmal. Welche Strategien? Die
Und der versucht jetzt die 10 Sekunden abzusetzen, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Nein, das ist nicht. Das ist ja keine Strafe. Richtig. Oh, das steht aber lange, vielleicht viel höher. Ja, wenn das funktioniert, dann lol. Fährt jetzt auf jeden Fall mit Medium und hat die Strafe abgesessen, ja. Okay. Schwachsinn. Ja. Das ist genau wie der Schwachsinn bei der DTM, dass du in der Safety-Car-Phase nicht in den Pit fahren durftest damals. Ja. Okay. Das gab's ja mal bei der Vereinzel auch. Kannst du nicht an... Was? Bruder, da wenn der ghostet, darfst du den überholen, Alter. Kannst du einfach bremsen, Yannick, du Idiot, ey. Ja, Raphael dreht sich halb weg, ghostet. Kannst du durchfahren, warum sollst du bremsen? Schaden oder nicht? Wie wird man die angezeigt? An den Grünton vom anderen Grünton nicht unterscheiden. Also das gleich sein. Okay. Achtung, Stau. Ich glaube, Nebel hat schon Dennis abgeräumt. Der Pfad ist grün. Grün. Okay, clear. Achso, erst innen verteilen, dann sich nach außen schieben lassen. Hallo, Max Verstappen, Schüttel des Grüßen. Now enabled DRS. DRS is now online. Bowie ist Peck, drück doch nicht nochmal drauf, Mensch! Super. Gut, das war vielleicht nicht ganz sauber. Sorry. Wow.
Boah, ist das Unterstellung gewesen, ey. Boah, what the fuck. In der letzten Kurve. Ja. Die 2 Zehntel näher haben doch viel mehr Unterschied gemacht, als ich dachte. Könnt ihr euch mal einigen hier? Ich hasse dieses inmitten auf der Strecke fahren und im letzten Moment auf Ideale zu rüberziehen und zu bremsen. Das geht mir so auf den Sack. Alter, mit denen kannst du gerade echt nicht fahren, Alter. Die fahren wie behindert. Dafür, wenn du halt, wenn es nicht geht, wenn dein Auto Schaden hat, dann lass doch die Leute ziehen, Alter. Das ist so dumm, dagegen zu halten, aber. Overtake and burn off some of this energy. Oh, der slidet ja nur, Raphael. Ja. Stell doch dein Diff mal hoch. Ja, oder geh in die Box, besser. Job, nice overtake. Dusty.
Bruder. Das hört man zu weit raus. Verwarnung. Ja. Oh, die erste. Ja, wohl. Ich nicht, dass ich wüsste. Mein Gott, ey. Was ist jetzt los hier wieder? Was ist das? Oh, fahr vorbei. Ja. Ist eh schnell. Dann hast du Boxenstopp geplant. Mal gucken. Ich guck jetzt noch wieder gleich. Ah, du hast später Wasser, sorry, brauch ich jetzt fragen. Du bist ja eher an der Strategie. Ja, ja. Kennst du besser. Sub-Account, gefällt mir so. Ja, kann ich auch sagen. Caution, caution. Ja, 3 Sekunden, ich hab schon eine. Wegen dem Ausweicher vorne auf der Geraden, okay. Oh Mann. Egal. Green flag. Egal, die sammeln eh alle noch. Ja. Gehst du diese Runde? Ja. Merkt man das? Oh Gott.
Ja, stolz auf mich, dankeschön. Ja, jetzt bin ich hier deine verrückten Yannick und so wieder. Ich wollte gerade sagen, jetzt bist du wieder vor dem Traffic. Aber wen ist es vor der Gruppe? Oder nee. Ach, nee, ganz hinten? Oh. Ich baue darauf, dass sie sich abschießen. Weißt du, mit welchen Reifen Kaya gestartet ist? Leider nicht, der war zu weit vorne. Okay. Okay, so we're leading our teammate by 23.3 seconds. Ja, drück mir aufs Gas, das ist ja in Ordnung. Warte, dann drück ich zurück. Wie hat Alonso immer schon gesagt? All time left is the space. Jawohl, Double Overtake. Danke, Raphael. Bist bester Mann. Weiter so. Oh, dieser Geist-Curb, ey. Sollte das nicht gepatcht werden? Mann, Mann, Mann.
yellow flag. Someone's come off ahead of you. There's a yellow flag ahead. Okay, clear. Jo. Sag mal, Janik, was machst du da? Da bin ich wieder vorbeikämpfen von Raphael Optimier. Scheiß Körper hat mich fast gedreht, ey. Nee, das brauchst du dich gar nicht. Du musst das gar nicht probieren. Ach man, 5 Sekunden verloren, das ist ein Mist. Das merkt es euch. Okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tires. Okay. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Ihn hat's ihn erwischt. Keine Ahnung. Da plötzlich ein runter. Okay, slow down, slow down. Your delta's negative, which means you're going too fast. Reduce your pace. Ja. Alle gehen rein. Kaya ist in die Boxenwand gefahren. Alle gehen rein, okay, dann gehe ich auch rein. Ja, ist gut, Jeff, halt die Schnauze, ich will Boxen fordern. Okay, off we go, back into the race. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. Besser zu langsam als zu schnell, Box. Ach komm, Jungs. Okay. Okay, das könnte ja ein richtig interessantes Rennen werden. Okay, Dennis hinter mir mit Softs. Ja, ja. Hier auch Madman auf Soft, Nilos auf Soft, Asko auf Soft. Kaya und ich Medium. Die Softs halten niemals. Der vordere linke knickt ja ein, ne? Mhm. Wenn jetzt nicht alle Lewis Hamilton im Spiel sind, Okay, wir werden wahrscheinlich acht Runden haben, ja. Gut, dann. Aber wenn du richtig Gas gibst, dann sieht es auch durch am Ende. Ja,
Okay, so all of our tire pressure data is currently reading zero. Assuming they still look inflated to you. Untersteuern? Nee. Wie immer fahre ich angeblich bei denen auf vier Platten rum. Ach so. In diesem Spiel, ich habe in jedem Rennen irgendwann mal, genau, dass er sagt, okay, alle unsere Sensoren zeigen null. Da du nicht auf vier Platten fährst, muss das wohl ein Fehler sein. Ja, ich höre zumindest auf Englisch, aber... Ja, aber die können sich ein paar mehr Sachen einfallen lassen. Ja. Ja, mein Schaden an deinem Motor festgestellt. Oh, Rennverband. Das hatte ich zum Glück noch nicht. Da muss man Dave auf Monza ansprechen, 20, wenn er das von 1, 21. War er da nicht gerade in Führung oder so? Ja, das super Regenrennen, super geiles Rennen, weil ja, KI draußen geblieben ist, sich gedreht hat und sonst was. Und dann sagen sie ja Motorfehler. Mm. Stimmt, da waren die ja noch ganz neu, das war ja das erste Mal, dass sie drin waren. Ja. Alpine Gas gibt, könnte das sogar jetzt noch was werden. Nö. Safety Car kommt, sag ich doch. Safety Car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember, there's no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Perfektes Timing, Alter. Genau auf der Linie, auf der Startziellinie geholt. We're starting to catch the car in front, but we need to look after the tires. Mein Auto, ja genau, Verwarnung, genau, Kollision. Ich war unsichtbar, Kollege, Alter, wie... Green flag. Oh. Kai on that man. Oh, ist okay bei dir? Ja. Hab keinen Platz gewonnen, aber keinen verloren. Halt. Wenn du dich einhast, komm ich auch nicht vorbei, Peg. Ich war genau neben dir. Ich war ein Freeway. Okay. Hab verloren. Okay. Rums. Man wird die Hand heben. Komm, Asko, geh weg. Und dann fahr. Okay, focus. We need to stay on form. Ich weiß nicht, ob ich der Markus eben zu wenig Platz gegeben habe.
Falls nicht, dann sorry. Okay, clear. Ripkaya. Ripkaya. Okay, ich glaube, die Soften sind jetzt am See gekommen. Ja, merke ich gerade auch schon. Okay, Trap Claws bei mir gerade rechts in die Wand teleportiert. Hallo Dennis, ich komme jetzt angeflogen. Das macht keinen Unterschied, ob ich ihn überhole, weil der kann noch unendlich. Egal. Fürs Gefühl. Ja. Das war die zweite Verwarnung. Jetzt noch zusammenreißen. Akos, das gilt auch für dich. Reiß dich zusammen. Bleib da vorne dran. Okay, krass. Der holt ihn ja noch locker. Okay.
Okay, the incident's been cleared. Let's get back up to racing speed. Come on. Markus hat sich gedreht. We're catching the car ahead. Well done, but be aware, these tires need to get us to the end of this race. Einfach, denn er ist jetzt in anderthalb Runden noch 3 Sekunden auf dem Restlauf. Schaffe ich aber nicht zu langsam. Das war noch mal der Geisterkram. Das wäre es jetzt gewesen. Yes, yes, yes! Lasst was hören, Leute! Boah, Pichu. Ich bin nicht P8. P7 im Ziel, P8 durch Zeitstrahl. Ey. Sechs hätte drin sein können. Rein theoretisch. Ach, ja, da komm, Alter, das ist doch. Das finde ich schon wieder so schwach einfach, ey. Rennen scheiße gelaufen und am Ende in der letzten Runde Ding in die Wand einfach setzen. Okay. Ja. Ja, steht noch nächste Woche was an für mich? Ich weiß es nicht. Dann kann ich ja meinen Top 10 Slot mal benutzen. Ja, ich hatte Formel 1 Sommerpause. Einmal am Nürburgring, einmal Hamburg gewesen. Da habe ich mir mal ein schönes Monaco-Rennen angeguckt. Einen kleinen Zug bauen. Ach, das, ja. Ja, da muss ich unbedingt auch nochmal hin. Das ist so, also sag mal, du stehst davor und kennst sofort nur Monaco-Rennen, das ist krass. Ja, klar. Stimmt, da wollen wir auch nochmal hin. Ja, ich stand 2017 mit meiner Freundin schon vor der Kasse. Aber wir hatten ein Hotel auf der Südseite von der Elbe. Mussten wir mit der Fähre zurück und die wäre in einer halben Stunde das letzte Mal gefahren am Tag und ich habe gesagt, Taxi zahle ich ja nicht. Ja, und dann kam irgendwann, habe ich dann 2020 mit meiner Karrierebahn angefangen, habe dann den Channel von Miniatur Wunderland gefunden, habe das mit der Formel 1 mitbekommen, habe gesagt, ich gehe da erst rein, wenn das Ding fertig ist und wenn das 10 Jahre dauert. Hat dann im Endeffekt nur noch 4 Jahre gedauert von den 11, die sie insgesamt dran getüftelt haben.
aber das... Ja, die machen schon geilen Kram.